Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Act Local Fokus Rhein-Main Teil 3. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Normalerweise kommen Sie ja zu uns ins Konzert und da das aufgrund der aktuellen Pandemie leider nicht möglich ist, wir Sie aber sehr vermisst haben, haben wir gedacht, dann drehen wir den Spieß eben um und kommen zu Ihnen nach Hause. Quasi eine Big Band Freihaus ins Wohnzimmer. Heute streamen wir mal nicht aus dem großen HR-Sendesaal, sondern gewissermaßen aus unserem Wohnzimmer, denn das ist das Studio, in dem die HR Big Band jeden Tag probt und arbeitet. Normalerweise kommt man hier nicht so leicht rein. Sie haben also heute den Luxus einer fast privaten Studiotour durch das Zuhause der HR Big Band. Gut, es sind noch ein paar tausend weitere Personen mit dabei, die den Stream gucken, aber es ist fast privat. Sie haben es wahrscheinlich schon mitbekommen, aufgrund der aktuellen Pandemie gibt es kaum Auftrittsmöglichkeiten für freischaffende Musikerinnen und Musiker. Aus diesem Grund haben wir bereits in den letzten zwei Wochen und auch in dieser Woche wieder jeweils drei herausragende Jazzmusikerinnen und Jazzmusiker aus der Rhein-Main-Region eingeladen, mit der HR Big Band ein Konzert zu spielen. In dieser Woche sind das drei großartige Saxophonistinnen und Saxophonisten, nämlich Kira Linn am Bariton-Saxophon. Fabian Dudek am Altsaxophon und Viktor Fox am Tenorsaxophon. Eröffnet haben wir unser heutiges Konzert mit einer Komposition von Charles Mingus mit dem Titel Fables of FAUBUS in einem Arrangement von Hendrika Enzian, einer Bassistin und Komponistin aus Köln. Sie haben dabei gehört Kira Linn am Bariton-Saxophon, Fabian Dudek am Altsaxophon und Jean-Paul Höchstetter am Schlagzeug. Mit dem nächsten Titel featuren wir unseren dritten Gastsolisten dieser Woche, nämlich Viktor Fox am Tenorsaxophon. Und es ist eine Komposition von John Coltrane, arrangiert für die HR Big Band von Charles Tolliver und sie trägt den Titel Africa. Viel Spaß! Thank you.
Thank you.
Das war John Coltrane's Africa mit Victor Fox am Tenorsaxophon. Mit dem nächsten Stück featuren wir wieder Kira Linn am Baritonsaxophon. Es ist eine wunderschöne Ballade aus der Feder von Duke Ellington. Sie ist sehr schön warm, rund und weich und trägt deshalb völlig zu Recht den Titel Warm Valley. Hier ist Kira Linn, die HR Big Band mit Warm Valley in einem Arrangement von Jörg Achim Keller.
Sie hörten Duke Ellingtons Warm Valley mit Kira Linn am Baritonsaxophon. Kira, du hast erzählt, dass du sowohl mit der HR Big Band als auch mit deinen beiden Mitsolisten eine ganz besondere Verbindung hast. Magst du uns das mal erklären? Ja, sehr gerne. Also erstmal ist es natürlich eine wahnsinnige Ehre, jetzt hier vorne zu stehen und mit einer so wunderbaren Big Band zu spielen. Und genau, also ich kenne die zwei Herren neben mir schon etwas länger. Wir haben alle im Landesjugendjazzorchester Hessen gespielt und mit Fabi habe ich sogar in der Schul-Big Band damals gespielt. Und ja, wir sind auch, also genau, die HR Big Band kenne ich deswegen auch schon, als seitdem ich halt Schülerin bin. Und wir sind in dem Zug dann auch durch so ein paar Ausbildungsstationen der HR Big Band durchgelaufen. Also es gibt ja diese Schul-Big Band-Wettbewerbe, wo dann auch Leute, also Musiker aus der HR Big Band kommen und die Schul-Big Bands coachen. Und dann gab es mal so etwas, eine All-Star-Big-Band von eben Schülern zusammengestellt, die dann Oliver Leicht und Heinz-Dieter Sauerborn geleitet haben. Und ja, also ich kenne die Big-Band schon super lange und bin auch immer zu den Konzerten gegangen. Und deswegen ist es jetzt nochmal umso schöner, dass wir hier vorne stehen dürfen. Und wir haben uns auch bei den Proben total wohlgefühlt, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, für uns dreien. ja, also sowohl musikalisch als auch menschlich. Ich glaube, das ist gar nicht selbstverständlich, aber wir wurden so herzlich aufgenommen und ja, also es macht uns wahnsinnig Spaß. Also vielen Dank für die Einladung. Ja. Danke, Kira. Uns macht das auch viel Spaß. Das nächste Stück featuret wieder Victor Fox am Tenorsaxophon und es ist eine Komposition von John Coltrane, von Jim McNeely arrangiert für die HR Big Band und im Original für Joe Lovano. Victor, was ist das für ein Gefühl, jetzt die Musik hier heute zu spielen? Ja, hallo erstmal von mir auch. Für mich ist es eine totale Ehre, erstmal, dass ich gefragt wurde, mit meinen beiden Freunden hier auch zu spielen. Und ja, dieses Stück, ich habe es auch mal mit Joe Lovano gesehen in Rüsselsheim, ich glaube letztes Jahr war es. Und ich war natürlich total geplättet und ich habe mich umso mehr gefreut, dass ich dann auch einen Part aus diesem Arrangement spielen darf. Und ja, Love Supreme ist einfach für uns Saxophonisten, glaube ich, oder für uns alle Musiker, ein unfassbar schwieriges Stück, einfach weil es bedarf ziemlich viel Lebenserfahrung eigentlich, die ich jetzt nun gar nicht habe, also noch gar nicht. Und wir werden es jetzt aber spielen. Also ich mache mir da auch wenig Sorgen, nach dem, was wir schon von dir gehört haben. Die Lebenserfahrung gleichst du wieder aus. Hier ist also, Victor hat es schon gesagt, von der Platte oder der Sweet Love Supreme, der erste Teil Acknowledgement von Jim McNeely arrangiert für die HR Big Band mit Victor Fox am Tenorsaxophon. Thank you.
Thank you.
Während Fabian Dudek checkt, ob das Blatt noch lebt, kann ich der gerade verklungene Tune hieß Song of the Underground Railroad. Und wir haben neben Fabian Dudek auch vorher noch Hans Klawischnik am Bass gehört. Ja. Und davor noch, in dem Tune davor, Ulf Kleiner am Klavier. Und damit sind wir, das Blatt scheint noch zu leben. Und damit sind wir schon leider so gut wie am Ende von unserer dritten Ausgabe von Act Local, Fokus Rhein-Main. Wir möchten uns verabschieden mit einer Nummer, einem Klassiker könnte man sagen, von Oliver Nelson mit dem Titel Stolen Moments in einem Arrangement von Jörg-Achim Keller. Sie werden dabei noch einmal alle unsere drei Gastsolistinnen und Solisten hören. Das sind Kira Linn am Baritonsaxophon, Fabian Dudek am Altsaxophon und Viktor Fox jetzt am Sopransaxophon. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute als Zuschauerinnen und Zuschauer dabei waren. Am 18.12. gibt es noch ein letztes Streaming-Konzert für dieses Jahr von der hr Big Band. Dann mit einem tollen Weihnachtsprogramm mit Jeff Cascaro am Gesang und Jörg-Achim Keller am Dirigentenpult. Wir würden uns freuen, wenn Sie dann wieder reinschalten. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.